freue mich sehr, gemeinsam mit Bruno Le Maire heute unsere nationalen Aufbaupläne vorstellen zu können. Denn damit schließt sich der Kreis. Ende April vergangenen Jahres haben wir beide den deutsch-französischen Vorschlag für einen EU-Aufbaufonds entwickelt. Ich bin sehr froh, dass Europa unserem Vorschlag gefolgt ist und wir heute unsere jeweiligen Aufbaupläne gemeinsam präsentieren können. Wir haben mit dem Aufbaufonds ein neues Kapitel in Europas Geschichte aufgeschlagen. Dank des Aufbaufonds erhalten alle Mitgliedstaaten, alle, die notwendigen finanziellen Ressourcen, um ambitionierte Aufbaupläne umzusetzen. Das ist ein entscheidender Unterschied zur Finanzkrise vor etwa 10 Jahren. Das ist wegweisend für Europa und es ist im ureigenen deutschen Interesse, denn Deutschland wird nur erfolgreich sein, wenn auch Europa erfolgreich ist.